Hochdividendenaktien. Wir schauen uns heute Unternehmen an, die bis zu 7% Dividendenrendite ausschütten. Und da schlägt mein Herz als Dividendeninvestor viel, viel höher. Aber ich bin auch der Typ Mensch, ich nehme kein Blatt vom Mund. Wir haben ja hier viele schöne Seiten, unter anderem die Dividendenrendite, die aktuelle Bewertung. Aber wenn mir etwas nicht gefällt, dann bin ich hier auch knallhart und sage das auch. Das erste Unternehmen, das wir gleich direkt den Einstieg schaffen, ist im Telekommunikationssektor unterwegs. Wir haben hier ein Oldschool-Unternehmen und zwar Verizon. Und was mir hier gut gefällt, ist natürlich die Tatsache, dass man den kompletten Umsatz in Amerika erwirtschaftet. Das heißt, wir haben hier keine Umwechslungsschwankungen, keine Kursschwankungen mit dabei quasi. Aber hier sind wir auch in einem Bereich unterwegs, die einfach extremst viel Geld regelmäßig investieren müssen. Erst was 3G-Ausbau, dann 4G-Ausbau, dann 5G-Ausbau. Wenn der dann mal fertig ist, dann wird 6G kommen, 7G, 8G, 9G, 10G. Keine Ahnung, was da noch alles kommen wird. Das ist etwas, wo man hier einfach immer im Hinterkopf behalten muss, dass diese Unternehmen natürlich einerseits extremst viel Umsatz generieren, dieses Jahr 138 Milliarden US-Dollar, aber die müssen sehr viel Geld für diese Investitionen ausgeben. Wir sehen es ja selber, wir wollen überall mobiles Internet haben, wir wollen daheim Glasfaser haben, nicht Holzfaser. Und diese Unternehmen sind halt da einfach ja quasi gebunden dran, viel Geld zu investieren. Aber hier gefällt mir persönlich auch die Nettomarge richtig gut. Dieses Jahr ein 14,2 Nettomarge. Der Gewinn je Aktie ist etwas rückläufig. Natürlich hat man aktuell so seine Problemchen auch. Die Investitionen werden höher. Das Personal kostet mehr Geld. Natürlich steigt auch die Miete und so weiter und so fort. Also das muss man einfach so ein bisschen im Auge behalten. Und wir haben ja angeblich jetzt auch diese Rezession. Das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden, ob die da ist, ob die akut ist und sonstiges. Da ist das Problem, dass eventuell diese Kunden, was man hat, nicht immer pünktlich die Rechnung zahlen. Das ist jetzt relativ schön gesagt. Es können auch dazu führen, dass natürlich Rechnungsausfälle entstehen. Also auch solche Sachen immer im Hinterkopf behalten. Aber grundsätzlich gefällt mir das Unternehmen sehr gut. Auch von der Bewertung her aktuell weist man 8,3er KGV auf. Das KGV geht richtig schön zurück. Und man hat hier aber auch eine extremst hohe Verschuldung. Dieses Jahr womöglich fast 143 Milliarden US-Dollar. Es wird nur leicht abgebaut. Gegenüber AT&T, da weiß ich das Ganze zum Beispiel, hat man einen Zinssatz von 4% auf die Verschuldung und das Ganze ist aber langfristig quasi verschrieben. Da ist immer die Frage, wann laufen die Kredite aus, zu welchen Konditionen werden die erneuert, auch solche Sachen immer bitte im Hinterkopf halten. Und letztes Jahr ist der Free Cashflow etwas rückläufig gewesen, beziehungsweise die letzten 2 Jahre, aber auch hier scheint es jetzt wieder etwas aufwärts zu gehen, aber dennoch die extremst hohe Verschuldung. Und wenn man da einfach mal mit einem Zinssatz von 4% rechnet, dann sind das einfach mal grob gesagt fast 6 Milliarden US-Dollar Gewinn, was man benötigt, um diese quasi Zinsen zu decken. Und das ist extremst viel Geld. Also solche Sachen bitte immer im Hinterkopf behalten. Und wenn du dann Aktien kaufen möchtest, vor allem Aktien direkt an der Heimatbörse in Amerika, dann gerne mal den Free Stocks Broker anschauen, weil wir haben hier einerseits einen Broker, da können wir Aktien komplett ohne Kommission kaufen. Und das Coole dran ist, wir haben hier keine Wechselkostengebühren. Also das fällt auch weg, also komplett free quasi das Ganze. Link ist unten drinnen, gibt eine Webversion und eine App-Version. Anschauen, gerne Kunde werden und wir gehen direkt weiter. Und zwar sieht man es in der historischen Entwicklung. Das KGV liegt aktuell unterm Durchschnitt, die Dividendenrendite über dem Durchschnitt. Aber ich habe ja auch gesagt gehabt, was mir nicht gefällt, die Nettoverschuldung. Dass man aktuell einfach immer wieder viel Geld investieren muss, mögliche Zahlungsausfälle im Raum drinnen stehen. Also solche Sachen bitte immer im Hinterkopf behalten. Und die Range, was wir aktuell haben zwischen 42 US-Dollar und 36 US-Dollar, gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Wir kommen auch aktuell wieder leicht zurück und eventuell schaffen wir es ja sogar über die nächsten Wochen hinweg, diesen RSI wieder in den überverkauften Bereich runterzudrücken. Das wäre dann wieder so Richtung 36 US-Dollar. Und
je nachdem, wie der aktuelle Markt dann steht, würde tatsächlich hier dann eventuell eine erste Tranche kaufen, weil ich davon überzeugt bin, dass Verizon auch in 10 Jahren noch gibt. Wie das Unternehmen sich dann aber über diese 10 Jahre hinweg entwickelt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber grob gesagt, gehe einfach davon aus, dass ich proportional von der Dividendenrendite profitieren werde und auch in der Zukunft ein leichtes Aktienplus bzw. Kursplus sehen werde. Ganz anders sieht es hier beim nächsten Unternehmen aus. Wir haben hier eine extremst lange Seitwärtsphase jetzt. Wir haben auch zwischendurch mal extremst hart abverkauft, und zwar bis auf 15 US-Dollar runter. Stehen jetzt leicht wieder über der 200-Tage-Linie, kämpfen da aber auch aktuell darum. Und ich gehe jetzt, und das ist eine Vermutung, davon aus, dass man diese 200-Tage-Linie nach unten durchbrechen wird und eventuell bis auf 17 US-Dollar runterlaufen könnte. Ich bin hier schon bereits investiert und möchte auf jeden Fall meine Tranche weiter oder meine Position weiter ausbauen, weil ich auch hier gute Möglichkeiten für mein Investment sehe. Warum ist das jetzt einfach so? Einerseits natürlich die historische KGV-Entwicklung, deutlich unter dem Durchschnitt. Und bei der Dividendenrendite, hier gab es zuletzt eine Dividendenkürzung, weil man ein Unternehmen ausgegliedert hat, aber liegt halt quasi genau auf dem 11-Jahres-Durchschnitt. Man kann hier aktuell extremst gut die Verschuldung abbauen, und wir sprechen hier übrigens über AT&T, und daher weiß ich auch diese 4% Verschuldung, was schon mal gut ist. Der Free Cashflow ist auch gut, aber wie gesagt, auch die Nettoverschuldung, wir reden hier einfach mal von brutalen 125 Milliarden US-Dollar, das ist schon eine Hausmarke, muss man mal sagen. Aber wenn wir uns die Bewertung anschauen, 2023 auch ein 8,2 KGV, wie zum Beispiel Verizon vorher. Auch hier muss man immer wieder viel Geld in die Hand nehmen, um zu investieren. Aber man hat es auch gesehen gehabt, die Abonnentenzahlen steigen wieder, sprich die Neukunden kommen langsam wieder zurück. Vom KGV her ist okay, ist jetzt nicht irgendwie komplett unterbewertet, sondern ich sage jetzt mal einfach für mich und für mein Verhältnis ist es fair bewertet. Aber ich habe ja auch schon erwähnt gehabt, man hat ja 2022 dann Warner Brothers Discovery hier ausgegliedert, dadurch auch diesen Umsatzschwund in Kauf genommen. Aber schaut man sich das Ganze jetzt neutral an, jetzt steigt ganz langsam wieder der Umsatz. Und hinzu kommt, dass die Nettomarge gegenüber vorher deutlich besser aussieht. Dieses Jahr womöglich um 14%, und dann soll man das auch ganz leicht wieder steigern können. Die Dividende ist gut gedeckt dieses Jahr, und man konzentriert sich natürlich auch auf den Schuldenabbau. Das sind halt so Kleinigkeiten, die mir extremst wichtig sind. Größteil vom Umsatz macht man hier zum Beispiel in Amerika, und ja, hat hier zum Beispiel Mitarbeiterzahl von 160.000, also deutlich mehr gegenüber der Konkurrenz von Verizon. Mein Wunsch wäre hier, und das hört sich jetzt vielleicht für Außenstehende ein bisschen crazy an, dass man diese Mitarbeiterzahl peu à peu abbaut. Dadurch kann man extremst viel Geld sparen. Dieses Geld kann man zum Beispiel für den Schuldenabbau hernehmen. Aber grundsätzlich finde ich beide Unternehmen extrem spannend. Habe nur AT&T im Depot drinnen, aber beide sind bei mir auf der Watchliste auch hier relativ hoch oder weit oben für einen möglichen Neukauf bzw. Nachkauf. Schreib du mal gerne in die Kommentare rein, ist Verizon und AT&T für dich überhaupt spannend? Und ja, hast du die vielleicht selbst schon im Depot drinnen? Lass mir das gerne in die Kommentare wissen. Ich verabschiede mich hier jetzt aus Thailand, und wir sehen uns dann demnächst wieder im Video hoffentlich.